also unsere Freunde hatten auch Sandelsachen besorgt, etc. Eine Luftmatratze. Sandelsachen? Sagt man bei mir so, wo ich herkomme. Aha. Wie nennst du es denn? Sandspielzeug? Okay, wir hatten Sandspielzeug bekommen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Eltern wie wir mit eurer Regenbogenfamilie mit Papa Björn und Papi Christian. Servus! Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und wie immer, wenn ihr das hier alles mögt, dann bitte schreibt in die Kommentarfelder, stellt uns Fragen, gebt uns Tipps oder wenn ihr Lust habt, folgt uns bei Instagram unter Papa und Papi. Das letzte Mal haben wir über unseren Alltag erzählt und heute wollen wir über unsere zweite kleine Reise sprechen, die wir mit Zwergi gemacht haben, mit Lukas gemacht haben. Mhm. Diesmal ging es nach Griechenland. Wir hatten ja schon eine ganz große Kreuzfahrt hinter uns und so wie wir euch erzählt haben, war die Kreuzfahrt nicht ganz so entspannt, weil wir total ungeübt waren, weil wir irgendwie noch nicht so funktioniert haben, weil wir in unseren Rollen nicht angekommen waren. Und weil wir Zwergi natürlich auch erst so kurz hatten damals. Richtig. Genau. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und wir machten eben einen Kurzurlaub nach Griechenland zu ganz lieben Freunden von uns und man muss sagen, irgendwie war alles anders. Es war alles viel entspannter. Angefangen hat das Ganze tatsächlich schon bei den Vorbereitungen. Das heißt, wir haben schon viel weniger eingepackt, denn wir wussten ja, okay, alles, was man vergessen hat, kann man dort auch irgendwie besorgen. Das war natürlich ein bisschen anders wie beim Schiff. Die Flugzeit war natürlich deutlich kürzer. Das war ja nur ein Kurzstreckenflug. Naja, und wir waren tatsächlich viel entspannter. Wir haben auch viel später angefangen zu packen. Das stimmt wohl. Und hinzu kam natürlich auch noch, dass Zwergi sich in den letzten Wochen, Monaten entwickelt hat und auch wenige Utensilien gebraucht hat. Beispielsweise die Nuckelflasche, die man am Anfang noch mitgeschleppt hat, genau, die hat er zu dem Zeitpunkt nicht mehr gebraucht. Ja, also war sozusagen die Vorbereitung für diese Reise waren tatsächlich wesentlich entspannter. Wir haben darüber philosophiert, ob wir ein Reisebett mitnehmen müssen, denn Zwergi ist es gewohnt, eben im Reisebett oder auch im Schlafsofa separat zu schlafen und nicht im großen Familienbett. Ich weiß, ganz, ganz viele sprechen für Familienbett, das haben wir lange philosophiert vorher und vor allen Dingen ich schlafe einfach schlecht. Also ich glaube, ich würde die ganze Nacht mit offenen Augen da liegen und hätte ganz schnell ganz, ganz große Augenringe. Deswegen kennt Zwergi es nicht anders, auch im eigenen Bett zu schlafen, es sei denn, er ist natürlich total krank. So, jetzt ging die Philosophie los, wie machen wir das in Griechenland? Dann habe ich das Hotel angeschrieben, das Hotel hat sich nicht gemeldet. Ein paar Tage vorher bekamen wir dann eine Antwort, nachdem das immer akuter wurde. Und sie sagten, hey, natürlich bekommt ihr ein Reisebett. Also konnten wir auch da einen Haken machen bei der ganzen Geschichte. Angefangen hat die Reise schon mit einem sehr entspannten Flug nach Griechenland, denn wir hatten glücklicherweise den Mittelplatz frei und Zwergi konnte diesen nutzen, denn er ist ja unter 2 und somit hat er eigentlich noch keinen Anspruch auf den Sitzplatz, hatte aber in dem Fall einen und da hat sich da auch gleich mal gut gehen lassen. Er hat erstmal schön 2 Kissen gehabt, hat sich da quergelegt zwischen uns beide. Als es dann Essen gab, hat er uns erstmal schön die Mandeln und die Nüsse weggegessen. Wo ich noch zur Flugbegleiterin gesagt habe, nee, der isst die nicht. Und schwupps hatte er vom Papa eine Mandel geklaut. Und schwupps war die ganze Tüte leer. So, also natürlich haben wir eine nachbestellt. Genau. Und auch wie bei der ersten großen Reise war es auch hier so, nach kürzester Zeit ist der kleine Zwerg echt eingeschlafen. Und hat eigentlich bis zur Landung bei uns im Arm geschlafen, also wie gesagt, quer über uns drüber. Ja, also auch hier mega entspannt und als wir angekommen sind, wir waren ja diesmal nur zu zweit unterwegs, das heißt also nur als Familie, es war keine Opa, Oma dabei, keine Tanten etc., war das auch nochmal eine ganz neue Herausforderung für uns, aber ich muss sagen, wir haben das echt gut gemeistert. Ne? Also wir waren echt tiefenentspannt. Jetzt war es ja auch nur Griechenland und wir hatten ja den Vorteil. Ja, aber trotzdem. Ich meine, es ging ja wieder um eben Flughafen, es ging wieder, wo man irgendwie gestresst sein konnte. Aber ich glaube, diese Kreuzfahrt hat einfach all das, was man so an Stress erstmal haben kann, erstmal abverlangt. Genau. Wir konnten einen erfahrenen Haken dahinter machen und deswegen war das in Griechenland eben völlig, völlig entspannt. Hitze oder Wärme macht zwar eh nichts aus, also war das auch schon mal kein Problem, als wir ankamen und unsere Freunde haben uns dankenswerterweise in Athen vom Flughafen abgeholt. Genau. Es gab einen Kindersitz im Auto. Man darf vielleicht sagen, dass der Freund von uns, der Patenonkel sozusagen auch ist von dem kleinen Zwerg. Genau. Das heißt, es war alles bestens organisiert, wie du schon sagtest. Wir hatten einen Kindersitz im Auto, wir hatten einen Fahrdienst von unseren Freunden, also wurden da auch abgeholt. Genau. Ja. Dann haben wir vor allen Dingen die Tage am Strand verbracht. Oh ja, und
Da gab es dann doch nochmal eine Herausforderung. Und ich weiß noch, wir waren beide völlig euphorisch, weil wir hatten, also unsere Freunde hatten auch Sandelsachen besorgt, etc. Eine Luftmatratze. Sandelsachen? Sagt man bei mir so, wo ich herkomme. Aha. Wie nennst du es denn? Sandspielzeug? Okay, wir hatten Sandspielzeug bekommen. Schwabe, Rheinländer. Genau. Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Sandelsachen haben wir genau besorgt. Und wir waren also völliger Euphorie. Und es gibt dort einen ganz, ganz tollen Strand mit so einer ganz netten Lounge auch. Also wirklich ganz toll gemacht. Und wir hatten uns total gefreut, da hinzufahren. Und der Einzige, der das total komisch fand, das war tatsächlich Zwergi. Denn Zwergi mochte überhaupt gar keinen Sand an den Füßen. Was dazu führte, dass wir 3 Tage lang jeden Vormittag Schreierei hatten. Mhm. Und Zwergi vorrangig die Zeit auf der Liege verbracht hat. Alles, was darunter war, war tödlich. Man durfte es ja nicht berühren. Und somit haben wir ihn sozusagen von dem bösen Sand bewahren müssen. Wir haben dann beide mehrfach Versuche gestartet, ihn mit einem großen Trari-Trara, ein Cirque du Soleil-Gefühle, den Sand näher zu bringen. Aber Zergi hat uns jedes Mal gefühlt die Stinkefinger gezeigt. Mhm. Was dann dazu führte, dass er dann relativ schnell müde wurde, weil das strengt ja auch an, diese Proteste. Er dann aber Gott sei Dank, muss man auch sagen, weil viele Kinder tun das nicht, Zergi schlief dann auch erstmal so 1-2 Stündchen am Strand. Das war glücklicherweise überhaupt kein Thema. Nee. Weil wir wissen, es gibt Freunde und Bekannte, die müssen tatsächlich jedes Mal ins Hotel für den Mittagsschlaf der Kleinen. Nee, da ist der Kleine echt mega entspannt. Der hat sich da hingelegt, hat seinen Sonnenhut aufgehabt, wir hatten ein Handtuch über sich drüber geschmissen. Schnuller im Mund. Schnuller im Mund, Hasi in der Hand und da wurde geschlafen. Das war der erste Moment des Tages, an dem es, abgesehen vom Frühstück, für uns auch ein bisschen entspannter wurde und ein bisschen ruhiger wurde. Und was auch immer an jedem Nachmittag passierte, da lief es dann immer ein bisschen besser. Ne? Stimmt, mittags war das tatsächlich immer so, dann war der Sand plötzlich nicht mehr so der Feind, sondern man hat gemerkt, okay, die beiden Papas, die rennen auch mit den nackten Füßen im Sand rum. Der Onkel rennt im Sand rum. Plötzlich hat er sich so ein Stück weit getraut, Vertrauen in den Sand zu stecken, kann man das so sagen? Und jeden Nachmittag, jeden weiteren Nachmittag gingen wir ein bisschen weiter. Das ist total verrückt, ne? Also wir haben nicht dann irgendwie am nächsten Morgen damit angefangen. Nein, es war wieder Theater bis zum geht nicht mehr. Und dann nachmittags setzten wir da an, wo wir beim Vortag aufgehört hatten. Mhm. Also irgendwie eine ganz komische Nummer. Jetzt weiß ich, dass Kinder, viele, viele Kinder Sand nicht mögen. Die Füße sind noch ganz weich. Dann ist der auch relativ schnell heiß. Also alles total verständlich. Nur so dieses Weiterkommen war ein bisschen unverständlich. Das Highlight dann tatsächlich, also am letzten oder vorletzten Tag, war dann unglaublicherweise, dass wir es geschafft haben, dass Zwergi mit uns ins Wasser ging. Erinnerst dich noch? Es war zwar echt kalt, aber er fand es total lustig und ist mit uns auch dann da reingegangen. Also wir hatten dann sozusagen sein Vertrauen gewonnen für den Sand. Und am letzten Tag, wirklich am allerletzten Tag, da ist er durch den Sand gelaufen, als ob nie was gewesen wäre. Und wir zwei haben uns angeguckt und haben gesagt, schön, das hätte auch schon vor 4 Tagen so sein können. Nachdem uns alle am Strand, glaube ich, schon belächelt haben, wie wir zwei verrückten Papas da rumgerannt sind und versucht haben, unserem Kind irgendwie den Sand näher zu bringen. Naja. Aber man muss auch sagen, wir haben jetzt 2 Urlaub gebraucht, um dem Kind Sand näher zu bringen. Heute ist Sand nicht mehr wirklich ein Problem. Nee, auch Wasser ist überhaupt kein Problem, weil Wasser ist mittlerweile eher sogar ein Thema, dass wir aufpassen müssen, dass er nicht zu übermütig wird mit dem Wasser. Ne? Egal, ob es in der Badewanne ist und er meint, er geht in der Badewanne Tiefsee tauchen. Oder in jedem Schwimmbad ist das große Becken viel spannender als das Babybecken. Richtig, genau. Also. Die Griechen leben ja jetzt auch ein bisschen anders. Bedeutet, Abendessen gibt es nicht abends um 6, sondern da fängt man irgendwann mal um 9 Uhr abends an. Und wir haben uns auch gesagt, hey, wir wollen eigentlich auch nicht abends um 7, halb 8 ins Hotel zurückgehen. Und haben wir das alles so ein bisschen eben anders gelebt. Bedeutet, wir sind am ersten Abend länger aufgeblieben, haben ihn dann später ins Bett gebracht im Hotel und sind dadurch dann früh morgens auch ein bisschen später aufgestanden. Und auch da, Nonchalance macht Zwergi komplett mit. Der findet das total cool, auch abends länger aufzubleiben. Jetzt waren ganz viele Kinder auf der Straße. Ich habe gesagt, ich war in dem Alter früher im Bett, aber es ist eben eine andere Kultur, ein anderes Land.
und da leben die Menschen einfach anders. Ja? Und so haben wir echt wunderschöne Abende, leckerem Essen. Der Patenonkel hat nämlich ganz, ganz tolle Restaurants ausgesucht, haben wir da gesessen. Zwergi hat mir immer die besten Sachen vom Teller stibitzt und das muss man auch sagen. Und der Kerl, genau, der isst eigentlich alles. Es gibt echt, da gibt es Schrimps, da gibt es panierte Schrimps, Gemüse, Pilze, der inhaliert eigentlich alles. Er ist wie unser Labrador Anton. So ist es. Und zur Belohnung, und am Ende meistens, gab es dann noch ein leckeres Eis, denn Eis liebt der kleine Zwerg, Schokoeis. Ja, das haben wir ihm, wie gesagt, das klar, im Urlaub jeden Abend mal eine kleine Kugel Eis. Das war dann auch noch drin und da war er ganz beseelt, ist er dann sozusagen mit uns aufs Zimmer gegangen. Auch da nie ein Thema groß. Ne? Wir hatten da unser Kinderbett. Das Einzige, was unser Thema war, es war so unglaublich heiß in diesem Zimmer. Und jetzt hatten wir natürlich die Wahl, Pest gegen Cholera. Lassen wir die Klimaanlage aus und schwitzen uns zu tot. Genau. Oder lassen wir die Klimaanlage laufen. Wir haben uns tatsächlich dafür entschlossen, die Klimaanlage laufen zu lassen, auch wenn ich da gar kein Freund davon bin. Für mich selbst sogar. Aber man muss tatsächlich sagen, der Kleine hat das total weggesteckt. Also das war für den überhaupt kein Problem. Und im Nachhinein haben wir gesagt, okay, war wahrscheinlich wesentlich besser, als in dieser Hitze vor sich hin zu kochen. Ja, aber was hatten wir uns Gedanken gemacht? Weil wir ja schon sozusagen ganz am Anfang, wo wir Zwerge bekommen haben, die Erfahrung gemacht haben, was es heißt mit Bronchitis. Und das wollten wir einfach nicht nochmal haben. Hat er aber nicht gehabt. Und trotzdem war es irgendwie total witzig zu sehen, auch gerade wie so Hotelangestellte im Ausland immer wieder geguckt haben. Ich bin mir sicher, die haben sich ihre Gedanken gemacht, warum wir eigentlich zwei Männer in einem Zimmer mit einem Kind. Da hat sich dann keiner getraut zu fangen. Lustig war es, die Damen an der Rezeption, die haben immer ganz herzlich gegrinst. Oder beim Frühstück haben sie immer ganz herzlich gegrinst, wenn wir gekommen sind und unser Schokobrot gemacht haben für den Kleinen. Aber schön finde ich an dieser Geschichte eigentlich immer... Ich finde es total schön, wenn Menschen neugierig gucken. Ich glaube, das wird einfach, unsere Generation wird es nicht mehr erleben, dass das eine völlige Normalität ist. Aber mit zwei Männern eben und dann auch Kind. Es wird immer ein Bild sein, wo man einfach hinguckt. Und das finde ich jetzt erstmal nicht schlimm. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen neugierig sind. Ja. Ich fände es schlimm, wenn es Kommentare gäbe, die irgendwie unter die Gürtellinie gehen. Und sowas haben wir tatsächlich überhaupt nicht erlebt. Auch in einem fremden Land, in einer fremden Kultur nicht. Nee, man muss sagen, es gab eine Situation, auch gerade im Urlaub, da sind wir durch die Einkaufsstraße gelaufen. Und Zwergi fand es total toll, mit Papa und Papi an der Hand zu laufen. Weißt du noch? Da hat er uns einen links, einen rechts an die Hand genommen. Ist er ganz stolz mit seinen beiden Papas durch die Einkaufsstraße gelaufen. Und das war so ein Moment... Ich glaube, jeder Homosexuelle oder jeder schwule Mann weiß, manchmal gibt es Situationen, wo man vielleicht seinen Partner nicht gerade unbedingt küssen sollte oder muss, weil man einfach weiß, man erntet komische Blicke. Aber bei so einem Kind, man denkt da gar nicht mehr drüber nach. So, man tut es, weil man ist stolz, man freut sich und scheißegal, was die anderen denken oder sagen. Wichtig ist doch, dass der Kleine sozusagen sich wohlfühlt und sich freut und ganz stolz auf seine beiden Papas ist. Griechenland ist ein sehr katzenreiches Land, kann man sagen, muss man sagen. Manchmal auch wirklich schon fast eine Plage. Und Lukas fand das natürlich mega cool. Sobald wir irgendwo beim Abendessen saßen, es war meistens Hafennähe, meistens irgendwo vielleicht auch am Strand, dann kamen die Katzen an. Und Lukas war der war im totalen Katzenhimmel. Der fand das so mega cool. Er ist Gott sei Dank noch nicht in dem Alter, das kommt jetzt so langsam gerade mit unserem Hund Anton, dass er kapiert, alles klar, ich schmeiß da was runter und das andere da unten reagiert entsprechend darauf. Da muss ich sagen, da bin ich froh, dass das noch alles ein bisschen nach hinten geschoben wird. Die Tage vergingen wie im Fluge und so war die Reise ganz schnell auch wieder rum. Naja, waren ja nur 5 Tage. Genau, wir haben uns in den Flieger gesetzt nach Hause und da muss man sagen, ganz süße Situation. Vor uns saß ein Pärchen, jeweils am Gang, sie und er. Und ich saß auch am Gang, neben mir Zwergi und dann mein Mann. Irgendwann drehte sich die Frau um und sagte, sie wollte uns einfach mal sagen, wie süß sie das findet, wie wir mit dem Kleinen umgehen. Und das sind eben diese Situationen, die uns am Ende auch stolz machen. Natürlich
geben wir unser Bestes und wahrscheinlich noch viel mehr. Man versucht immer irgendwie perfekt zu sein, perfekt zu funktionieren, ist dann unzufrieden, weil es nicht perfekt war. Am Ende reicht es im Kleinen immer noch und es sind immer noch 150%. Und wir wissen, niemand ist perfekt und man kann gar nicht perfekt werden. Aber und trotzdem rennt man dem hinterher. Genau, man hat den Anspruch an sich selbst, letztendlich perfekt für das Kind zu sein und auch perfekt für sich selbst zu sein. Und dann dreht sich eben einfach so ein wildfremder Mensch um, lächelt uns an und sagt, hey, wir finden das ganz, ganz toll. Das sind so Situationen, von denen zehrt man dann einfach auch Tage, also wirklich tagelang. Absolut. Die Reise war rum. Die Reise war rum und unser Leben ging natürlich weiter. Und wie das weitergeht und was wir sonst noch so erlebt haben und was wir so alltäglich mit unserem Zwerg machen. Und das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, genau. Seht ihr in der nächsten Folge bei Eltern wie wir. Wie gesagt, wenn ihr das hier alles mögt, dann bitte schreibt Kommentare, gibt uns Tipps, stellt uns Fragen, auf die wir mit Sicherheit die nächste Zeit darauf eingehen werden. Und wie gesagt, immer zu finden mit aktuellen täglichen Stories bei Instagram, Papa und Papi. Bis dahin wünschen wir beide euch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Woche. Tschüss, ciao.